Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, hier mitten im Sommer. Ja, könnte man fast meinen, so wie die Sonne hier draußen knallt. Man sieht es natürlich schon, man kriegt schon langsam wieder Pigmente. Letzten Sonntag war es noch kalt und regnerisch gewesen, Osterfeuer fast ins Wasser gefallen, aber nur fast. Aber jetzt ist der Sommer fast ausgebrochen. Aber zum Wetter kommen wir nochmal später. Jetzt erstmal diese ganzen Themen, die uns hier in Borgheide bewegt haben in der letzten Woche. Und das war gar nicht mal wenig. Fangen wir gleich mal an, und zwar mit dem Jugendraum Borgheide, Borgwalde. Wie schon in der vorangegangenen Sendung erwähnt, fanden im Jugendraum Borgheide, Borgwalde in den Ferien die Kreativtage statt. Zu diesem Thema war der Matze unterwegs gewesen und der hat sich den Stefan Güthoff gegriffen, das ist der Streetworker für die Jugendclubs hier in der Nähe. Und den hat er vor die Kamera lotsen können und der sagt euch einfach gleich mal, was dort in Borgwalde im Jugendraum stattgefunden hat. Bitteschön. Stefan, wo sind wir heute? Hier im Jugendclub? Im Jugendraum, sagt man ja. Jugendraum. Fachlich besser. Jugendraum Borgheide. Wir haben es tatsächlich hingekommen, auf unserem Flyer 4 Fehler unterzubringen. Also einen habe ich ja schon gefunden. Ja, also ja. Die Jahreszahl stimmt nicht. Wir haben einen Zahlendreher an der Telefonnummer. Und jetzt seid ihr eigentlich in Borgwalde. Jetzt sind wir eigentlich in Borgwalde. Ja, habe ich auch gemerkt. Wir haben alles komplett falsch gemacht mit unserer Öffentlichkeitsarbeit und die Veranstaltung ist so voll wie nie. Ja, also wir hatten vorhin die Kinder vom Hort hier, 20 Kids. Genau. Ines war auch schon, da habe ich gehört. Ich bin leider ein bisschen spät, aber kein Problem. Ich habe Urlaub heute, deswegen kann ich mich tagsüber auch mal rumtreiben. Nein, das ist doch schön. Ja, wir gucken mal hier, da unten, da wird gerade gebügelt. Guck mal da. Kann ich nur mal empfehlen, das ist eine super coole Sache. Ja. Man malt einfach ein Bild oder lässt die Kinder ein Bild malen. Fotografiert es ab, druckt es auf Transferfolie, spiegelverkehrt natürlich, bügelt es drauf, hat ein selbst gestaltetes T-Shirt. Schöne Sache. Gut, dann weiter so und wenn Veranstaltungen sind, sag Bescheid. Machen wir. Dann können wir noch ein bisschen vorab Werbung machen. Cool. Soweit. Tschüssi von hier. Gut, danke Matze. Ja, vielen Dank, Matze, und natürlich auch vielen Dank an Stefan, dass du dort Auskunft gegeben hast. Dann hatten wir natürlich hier am Freitag einen großen Bahnhof in Anführungsstrichen. Das heißt, in der Grundschule in Borgheide wurde eine Gedenktafel zu Ehren von Georg Rothgießer enthüllt. Der Bürgermeister und Michael Mertens haben dort gesprochen und haben die Enthüllung vorgenommen. Wir haben für euch dafür ein paar Bilder. Gut, die Bilder kommen jetzt nicht, aber ein Video. Wir haben hier ein Video für euch, für alle, die nicht dabei waren. Ja, dann möchte ich alle Anwesenden hier herzlich begrüßen zur heute feierlichen Einweihung unserer Georg Rothgießer Tafel. Ab 1908 betrieb der vielseitige Techniker den ersten deutschen Motorflugplatz in Borg, südlich von Potsdam. Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Flugzeugproduktion im Deutschen Reich als Folge des Versailler Vertrages verboten wurde, parzellierte Rothgießer das ehemalige Gelände seines Flugfelds Mars und verkaufte die Grundstücke an Wochenendsiedler aus Berlin. Ab 1933 begann wegen seiner jüdischen Herkunft die Repressalien durch die Nationalsozialisten. Die Enteignung seines Verlages erfolgte 1935. Eine Ausreise nach Bolivien konnte 1938 nicht mehr realisiert werden. Am 5. August 1942 wurde Georg und Anna Rothgießer in das KZ Theresienstadt deportiert, wo sie 1943 bzw. 1944 ums Leben kamen. Die Gemeinde Borgheide erinnert mit dieser Gedenktafel in großer Dankbarkeit an den universalen Technikpionier und seiner Familie und damit auch an die vielen anderen Mitmenschen, die zwischen 1933 und 1945 zu Opfern nationalsozialistischer Gewaltherrschaft wurden. Ja, das war das gewesen an der Grundschule. Natürlich steht der Stein noch nicht da, wo er sein soll. Es gibt also nochmal eine richtig öffentliche Enthüllung, denn der Stein, der dort, wo die Tafel sich drauf befindet, wird nochmal umgesetzt. Das konnte so kurzfristig nicht passieren. Aber ich denke mal, ihr werdet rechtzeitig erfahren, wenn es soweit ist.
So, gleich nach dieser Veranstaltung dort waren wir auf dem Sportgelände des SV 90 Borgheide gewesen. Ja, auch da war richtig was los, denn die haben eine neue Flutlichtanlage und die wurde dort eröffnet. Ich schiebe euch gleich hier ein paar Bilder mit rein. Der Bernd Schulz hat die Eröffnungsrede gemacht mit dem Hartmut Streich zusammen. Und es wurde auch dann das neue Trikot des SV 90 vorgestellt. Gesponsert wurde dieses Trikot von Stefan Rüde-Mösentin vom Hotel Fliegerheim. Auch der Verein ist natürlich auf Sponsoren angewiesen und die haben, wie gesagt, neue Trikots bekommen. Und ich habe euch natürlich ein paar Bilder gemacht, wo hier die Nachwuchsmannschaft beim Fußballspielen ist und auch die Freizeitmannschaft des BSV 90 gegen den Blau-Weiß-Belitz gespielt haben. Mit der neuen Flutlichtanlage in Betrieb natürlich schon. Es gab dort natürlich auch zu essen und zu trinken. Es gab Schmalzstuhl und es gab Wildschwein, wie man hier sehen kann. Es war wirklich lecker und ich habe dort natürlich einen Haufen Bilder geschossen, bin dann aber irgendwann tatsächlich einfach geflüchtet, weil mir hundekalt war. Ja, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne strahlte tatsächlich, aber abends war es dann so kalt und ich war, glaube ich, nicht richtig angezogen dafür. Ich habe jedenfalls ordentlich gefroren und bin dann schnell nach Hause ins Warme geflüchtet. Naja, auch das soll mal passieren. So, dann haben wir natürlich auch hier noch ein paar Bilderchen von der Gaststätte am Waldbad. Ich habe es schon mal in die Facebook-Gruppe gesteckt gehabt und hier könnt ihr sehen, wie weit es mit der Gaststätte bisher gediehen ist. Die Gaststätte möchte natürlich am 1. Mai eröffnen und der Udo ist dort fleißig dabei, diese ganze Gaststätte um- und auszubauen. Ich habe ein paar Bilder, wie gesagt, einen Blick riskiert und euch ein paar Bilder gemacht. Wir bleiben dran und schauen, wie sich diese ganze Sache weiterentwickelt. Das wissen wir ja noch nicht. Schauen wir mal. Und es wird so auch das eine oder andere Leckerli dort geben. Kaffee to go habe ich gehört, wenn ich das noch richtig auf dem Kieker habe, so für einen Euro oder sowas. Burger und was er dort alles machen möchte. Aber warten wir ab. Wir haben noch eine Weile hin bis dort. Schauen wir mal, was da passiert. So, dann habe ich jetzt noch kurz das Wetter von Matze. Was heißt kurz? Der Matze hat natürlich noch ein paar Worte zum Arbeitseinsatz im Waldbad und er war auch zum Sunday Lunch im Fliegerheim. Bitte, Matze. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, das war mein Sonntag heute beim Sunday Lunch. Das waren etwas ruhigere Töne heute. Das ist auch sehr entspannt zum Essen, muss ich sagen. War eine sehr schöne Veranstaltung. Demnächst wird es, glaube ich, wieder lauter, auch mit Jazz und den ganzen anderen Genres, die da noch geboten werden. Ja, ein schöner Tag gewesen bisher. Die Sonne scheint, ein laues Lüftchen weht. Ich werde hier auch ganz schnell machen, dass ich wieder raus kann in die Sonne. Ich möchte auch nicht zu lange in der Bude sitzen. Ja, ein herzliches Dankeschön aus dem Waldbad vom Vorstand des Naturbad Borgheide e.V. Gestern mehr als 50 fleißige Helfer haben unsere Rabatten wieder in Ordnung gebracht. Ganz tolle Leistung, wunderbar. Nächste Woche ist nochmal Arbeitseinsatz, aber nur ein begrenzter. Die Grünanlagen sind fertig. Wir müssen noch so ein bisschen bautechnische Sachen gerade biegen und das Haus innen muss auch nochmal komplett gereinigt werden. Aber das wird schon klappen, denke ich mal. Ja, ansonsten zum Wetter kann man sagen, ich habe es hier schon ein bisschen auf, der Frühling ist ausgefallen, habe ich schon gehört. Wir haben gleich Sommer scheinbar, die Temperaturen schießen gleich hoch. Und so wie das aussieht in dieser Woche, werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen gießen müssen. Es bleibt warm, 20 bis 23 Grad, Donnerstag vielleicht ein bisschen windig, Freitag vielleicht ein paar Regenschauer, aber das ist in weiter Entfernung, mal sehen, was bis dahin ist. Ansonsten würde ich sagen, schöne Woche gewünscht. Es bleibt sonnig. Ciao. Jo, vielen Dank, lieber Matze, für das Wetter und die anderen Infos. Natürlich fand der Sunday Lunch im Hotel Fliegerheim statt. Und auch das Waldbad hat auf unserer Facebook-Seite noch den 10. Borgheider Waldbadlauf angekündigt. Also wer dort teilnehmen möchte, war das der 10. oder ist das der 11.? Ach, komme ich ein bisschen durcheinander. Findet man ja auf der Seite vom Waldbad, vom Verein, vom Waldbadverein.
Wer sich noch anmelden möchte, hat noch die Möglichkeit dazu, seinen Winterspeck dann im Wald rund um Borkheide abzulaufen. So, das soll es nun aber auch für mich heute gewesen sein. Ich möchte ja auch noch draußen das Wetter genießen. Passt allerdings auf, wenn ihr draußen spazieren geht, nicht, dass ihr diese beiden Gesellen hier trefft, ja, und nicht, dass ihr auf die rauftretet, denn die sind doch im Moment wieder sehr aktiv. So, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Die Sonne soll ja bleiben. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag. Bis dahin alles Gute hier bei Borkheide News TV. Wie immer, euer Lutze und tschüss.